kleiner Ort mit einer großen Geschichte. Zwiefalten. Dieses idyllische Fleckchen Erde ist berühmt. Berühmt für seine prächtige Klosteranlage mit dem barocken Münster. Und für sein Bier, das nun schon ein halbes Jahrtausend in aller Munde ist. Alles beginnt im Jahre 1089. Die Grafen Kuno und Luitold von Achalm gründen das Kloster Zwiefalten. Die freie Abtei entsteht am Fuße der Schwäbischen Alb, in einem kleinen Tal, gesegnet mit fruchtbarem Boden und reichlich frischem Quellwasser. An dieser Stelle treffen zwei kleine Quellflüsse aufeinander und so entsteht aus dem Zusammenfluss der Name Zwiefalten. Die freie Abtei Zwiefalten entwickelt sich schnell zum religiösen und kulturellen Zentrum der Region. Mitglieder bedeutender schwäbischer Adelsfamilien treten in die Klostergemeinschaft ein und vermachen ihre Ländereien und Reichtümer. Dörfer wie Tigerfeld, Kettennacker, Harthausen, Wilsingen, Oberstetten oder Ödenwaldstetten gehören zum souveränen Zwiefalter Klosterstaat. Dazu 800 Bauernhöfe und Besitztümer in über 100 Ortschaften. Durch Schenkungen und Zukäufe wächst der Besitz der Abtei immer weiter und sie beherrscht schließlich ein weitgehend zusammenhängendes Territorium auf der Schwäbischen Alb. In anderen Klöstern wird zu jener Zeit bereits Bier gebraut. Besonders die Benediktiner sind wahre Pioniere des Brauhandwerks. Schon im 8. Jahrhundert gründen sie in St. Gallen die erste Brauerei. Viele weitere sollten folgen, auch in Zwiefalten. Doch warum sind ausgerechnet die Kirchenmänner so am berauschenden Getränk Bier interessiert? Zum einen galt Bier im Mittelalter als sicher, da es beim Brauen lange erhitzt wurde und man es ohne Bedenken trinken konnte. Zum anderen war es nahrhaft und half den Mönchen durch die vielen Fastenzeiten. Eine Regel besagte, Flüssiges bricht das Fasten nicht. Sehr praktisch. 3,5 Liter Bier pro Tag durfte jeder Mönch zu sich nehmen. Damit konnte die oft harte körperliche Arbeit bewältigt werden. Die Kunde vom göttlichen Getränk, das während der Fastenzeit für wundersame Linderung sorgen soll, erreicht schließlich auch Zwiefalten. Und so beschließt der Abt, dass in der Benediktinerabtei nun ebenfalls mit dem Bierbrauen begonnen wird. Die Klosterbrüder machen sich eifrig ans Werk und sind bald schon ganz begeistert von ihrer neuen Spezialität. Mit jedem Versuch wird das Ergebnis besser und das Wissen der Mönche größer. Im Jahre 1521 wird das selbstgebraute Bier auf Geheiß des Abtes erstmals in der Klosterchronik verewigt. Ein halbes Jahrtausend Zwiefalter Biertradition beginnt. Die Benediktiner verfeinern ihre Rezepturen immer weiter. Das Bierbrauen wird ein wichtiger Teil des Klosterlebens. Doch weil die Mönche immer mehr Zeit fürs Brauen verwenden und die klösterliche Gebetsruhe gestört wird, beschließt der Abt im Jahre 1724 den Bau eines neuen Brauhauses außerhalb der Klostermauern. Tiefe Keller werden in den Felsen geschlagen und dienen fortan zur kühlen und sicheren Lagerung der Biere. Das Brauhaus wird zum festen Anlaufpunkt für Einheimische und Reisende, die sich bei den Ordensbrüdern für die Bewirtung mit Spenden revanchieren. So trägt auch das Brauhaus mit dazu bei, den Bau des Zwiefalter Münsters unserer lieben Frau zu ermöglichen.
Diese Perle des Spätbarocks wird 1785 fertiggestellt und besteht bis heute in unveränderter Pracht. Das Münster wird auch Kathedrale der Engel genannt, denn 999 barocke Engelsputten sind darin zu Hause. Doch die über 700-jährige Geschichte des Klosters endet am 25. November 1802 jäh und brutal. Wegen ihres Reichtums wird die Abtei vom Herzogtum Württemberg überfallen, die Mönche vertrieben und ihre Besitztümer geplündert. Die Benediktiner sollten ab da nie wieder nach Zwiefalten zurückkehren. Doch das Vermächtnis ihrer Braukunst lebt weiter. Nach Inbesitznahme durch das Haus Württemberg geht die Brauerei 1827 in private Hände über. Heute lenkt Peter Bader, nunmehr in der 6. Familiengeneration, die Geschicke der Brauerei. Qualität in 6. Familiengeneration steht für Leidenschaft, aber auch für Zusammenhalt mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nur zusammen können wir ein Bier mit besonderer Qualität und besonderem Geschmack für diese Region brauen. Bier besteht aus nur wenigen Zutaten. Die mengenmäßig größte ist Wasser. Und Zwiefalten ist in Sachen Wasser glücklicherweise besonders beschenkt. Heute wie damals ist der 130 Meter tiefe Klosterbrunnen das Heiligtum der Brauerei. Tief aus dem Alpgestein wird das reine und wohlschmeckende Brauwasser gefördert, welches die Basis aller Zwiefalter Spezialitäten ist. Die Gerste für die Zwiefalter Brauspezialitäten wächst vor den Toren der Brauerei im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Hier, wo schon die Benediktiner ihr Getreide ernteten, hat Zwiefalter Klosterbräu langfristige Partnerschaften mit 30 Landwirten geschlossen. Einer davon ist Karl Wagner aus Gomadingen. Der Landwirt baut mit seiner Familie die Albbraugerste nach den strengen Richtlinien des Qualitätszeichens Baden-Württemberg an. Die Zusammenarbeit mit der Zwiefalter Klosterbräu hat sich bewährt. Sie ist gut und funktioniert und wir leisten zusammen einen Beitrag für die regionale Wertschöpfung und damit auch einen Beitrag für die Bewahrung der Schöpfung. Dieser Aufwand lohnt sich, denn hier in der unbelasteten Natur der Schwäbischen Alb gedeiht in integrierter und kontrollierter Anbauweise eine Braugerste von besonders gutem Geruch und Geschmack. Wir wissen, woher unsere Rohstoffe kommen, woher unsere Zutaten für ein besonderes Bier sind. Und wir kennen die Menschen und die Personen dahinter und können uns auch hier auf diesem wunderschönen Braugerstenfeld auf der Schwäbischen Alb davon überzeugen, wie toll die Arbeit und auch die Zusammenarbeit funktioniert. Und da sind wir als Brauerei besonders stolz drauf. Nach der Ernte kommt die Albbraugerste in die Melzerei. Dort wird sie befeuchtet und zum Keimen gebracht. Der Keimvorgang wird gestoppt, indem das Malz mit heißer Luft gedarrt wird. Niedrige Temperaturen ergeben helles, höhere Temperaturen ergeben dunkles Malz. Die Art des Braumalzes entscheidet später darüber, welche Farbe und welchen Geschmack das fertige Bier bekommt. Während das Malz dem Bier seinen Körper gibt, gilt Hopfen als die Seele des Bieres. Im oberschwäbischen Tettnang befindet sich heute das einzige Hopfenanbaugebiet Baden-Württembergs. Der Hopfen für die Zwiefalter Brauspezialitäten wächst auf den Feldern von Familie Bentele. Hopfen anzubauen funktioniert nur mit Leidenschaft. Ohne Leidenschaft ist es nicht möglich, zum sauberen Hopfen anzubauen. Der Hopfen will jeden Tag seinen Herrn sehen. Das heißt, während der Vegetationsperiode hat der Hopfenbauer jeden Tag auf jedem Feld zu sein. Und dann ist es möglich, zum ordentlichen Hopfen anzubauen.
In der großen Familie der Hopfenarten gibt es zwei Hauptsorten: Bitterhopfen und Aromahopfen. Bitterhopfen weisen einen hohen Anteil Alphasäuren auf, die für einen herben Biergeschmack sorgen. Aromahopfen hingegen bringen ganz spezifische blumige und zum Teil auch fruchtige Aromen mit, wie zum Beispiel nach Zitrusfrüchten. Hier in Tettnang bei Familie Bendele wächst unser Klosterhopfen. Eine ganz besondere Hopfensorte, nämlich eine alte Aromahopfensorte. Der Rottenburger Spät, wie er ursprünglich bezeichnet ist, zeichnet sich durch seine besondere blumige und fruchtige Noten aus und ist eben eine ganz alte Sorte. Zwiefalten gehört zur Diözese Rottenburg und daher ist anzunehmen, dass genau diese Hopfensorte auch früher noch die Benediktiner für ihr Bier verwendet haben. Und wir sind sehr stolz, auch heute noch unsere Biere mit einer seltenen, exklusiven Hopfensorte zu brauen. Der Hopfen wurde von den alten Braumeistern aber nicht nur wegen seines Aromas geschätzt. Er sorgt auch auf ganz natürliche Weise dafür, dass das Bier länger frisch und der Schaum stabiler ist. Für die Braumeister von einst war die Gärung und damit die erfolgreiche Wandlung zum Bier noch ein großes Mysterium. Ob ein Sud gelang oder nicht, entschied eine höhere Instanz. Und so beteten sie bei jedem Brauvorgang für ein gutes Gelingen. Erst Louis Pasteur entdeckte 1857 unter dem Mikroskop, dass ein kleiner Einzeller für die Gärung verantwortlich ist. Die Hefe verwandelt den Zucker aus der Getreidestärke in Alkohol und Kohlensäure. Jede Zwiefalter Brauspezialität wird nach einem eigenen, streng gehüteten Rezept von einst eingebraut. In der Brauerei sind viele dieser Prozesse nicht sichtbar, dafür aber in unserer Schaubrauerei im Bierhimmel. Es beginnt an der Schrotmühle, wo das Malz zu Malzschrot zerkleinert wird. Dadurch können die im Malzkorn enthaltenen Inhaltsstoffe später leichter herausgelöst werden. Das Malzschrot wird dann im Sudhaus in den Maisbottich gegeben und mit Wasser gemischt oder eben gemeischt, wie der Brauer sagt. Beim Maischen wird die im Malzkorn enthaltene Stärke auf natürliche Weise durch Enzyme in Malzzucker umgewandelt. Dafür wird die Maische unter gleichmäßigem Rühren langsam aufgeheizt. Wenn alles zur Zufriedenheit des Braumeisters gelungen ist, folgt das Abläutern. Dabei werden die Schalen der Getreidekörner mit einem Sieb von der Maische getrennt. Die im Sieb verbliebenen festen Malzreste nennt man Treber. Der wird alle zwei Tage von Landwirt Dietmar Bayer abgeholt, der die eiweißreiche Kost an seine Milchkühe verfüttert. Das Würzekochen findet nun in der sogenannten Würzepfanne statt. Durch die Hinzugabe des Hopfens werden beim Kochen wichtige Aromaöle, Bitterstoffe, Harze und Gerbstoffe aus dem Hopfen gelöst und freigesetzt. Mithilfe einer speziellen Brauspindel wird die Stammwürze ermittelt. Diese stellt die Summe aller gelösten Stoffe in der Würze dar und gilt auch als Grundlage für die Besteuerung des Bieres. Danach wird die heiße Würze auf 9 Grad heruntergekühlt, belüftet und für die Gärung mit frischer Kellerhefe angesetzt. Für untergärige Biere wie das 1521 wird eine untergärige Hefe verwendet. Sie sammelt sich bei kühlen Temperaturen nach der Gärung am Boden des Tanks. Bei den obergärigen Weizenbieren setzt sich die Hefe bei höheren Gärtemperaturen an der Oberfläche ab und wird vom Braumeister händisch abgeschöpft. Im Lagerkeller dürfen nun die Zwiefalter Brauspezialitäten extra lange in den kalten Tanks reifen. Bei der Nachgärung reichern sie sich auf ganz natürliche Weise mit Kohlensäure an. Schwebstoffe und Bierhefen setzen sich größtenteils ab, sodass eine schonende Filtrierung genügt und wichtige Inhaltsstoffe als Geschmacksträger im Bier verbleiben.
Bei der Zwickelprobe überprüft der Braumeister optisch und sensorisch die Reinheit des nun fertig gereiften Bieres und gibt den Tank zur Bierfiltration frei. Die Abfüllung erfolgt über eine moderne Anlage, die pro Stunde mehrere tausend Glas Mehrwegflaschen reinigt, füllt, verschließt, etikettiert und in die Zwiefalter Bierkisten packt. Auch die Fassabfüllung muss nicht mehr mühsam von Hand erledigt werden. Hier unterstützt modernste Technik die Mitarbeiter. Direkt gegenüber vom Zwiefalter Münster landen Bierfreunde im Himmel. Genauer im Bierhimmel. Der Bierhimmel ergänzt auf eindrucksvolle Art das Biererlebnis in Zwiefalten. Im Bierverkauf mit Hofladen kann man sämtliche Zwiefalter Brauspezialitäten und viele regionale Produkte kaufen. Die Mini-Brauerei ist das Herzstück des Bierhimmels. Hier können Freunde oder Kollegen bei einem Braukurs ein Bier wie zu Zeiten der Benediktiner selbst einbrauen. Unter erfahrener Anleitung geht die Gruppe ans Werk und lernt dabei eine Menge übers Brauen. Im direkt angrenzenden Biergarten lässt sich das Leben bei gutem Wetter inmitten einer traumhaften Postgartenkulisse genießen. Idyllisches Fleckchen Erde, für das sich jeder Weg lohnt. Einmal im Jahr beim historischen Bierfest wird das Zwiefalter Bier ausgiebig gefeiert. Ende September verwandelt die Brauerei den kleinen Ort in ein wahres Volksfest mit Spielstraßen, Fahrgeschäften und einem großen Bierzelt. Mit einem frisch gezapften 1521 wird mit Freunden auf die Braukunst angestoßen und ausgelassen gefeiert. Ob die Zwiefalter Mönche von einst wohl ahnten, dass ihre Braukunst auch ein halbes Jahrtausend später die Menschen so begeistern würde? Seit 1521 braut man in Zwiefalten ein ganz besonderes Bier. Nach dem Vermächtnis der Benediktiner. Aus den guten Gaben der heimischen Natur. Mit traditionellem Brauhandwerk und viel, viel Zeit und Geduld. Für die hier fest verwurzelten Menschen. Zwiefalter Klosterbräu. Denn Gutes bleibt.